Naomi Laren am Open Air Gampel. Es ist kurz nach deinem Konzert, nach deinem Auftritt. Wie war es? Super. Es ist ein wunderschöner Tag mit wunderschönen Leuten. Also es könnte besser sein. Es war dein erstes Mal am Open Air Gampel. Ja. Und da kommt direkt eine Frage, die eine von unseren Followerinnen gestellt hat. Und zwar, was war dein erster Eindruck von hier? Also der erste Eindruck ist sicher mal, wow, es ist mega, das ist mega Kulisse da. Aber jetzt, so jetzt von den Leuten her, die Leute sind echt da, um wirklich Party zu machen. Das merkt man mega. Die sind da für eine gute Zeit. Und es könnte nicht besser sein, als Entertainer einfach Leute zu haben, die Party machen wollen. Gute Zeit ist ein Stichwort. Ich glaube, du hast auch gerade eine relativ gute Zeit, was deine Karriere betrifft. Du bist 2019 SRF Best Talent geworden und seitdem ist es ja wirklich steil bergauf gegangen. Wie hat es sich für dich geändert seitdem in den letzten 4 Jahren? Ich glaube, was sich verändert hat, ist sicher, ich bin selbstständig geworden. Ich muss nicht mehr im Büro arbeiten. Ich lebe von der Musik. Das war ein mega, mega Schritt gewesen. Und jetzt ist es so, dass ich einfach kann aufstehen morgen und ich habe keinen Anschiss. Ich kann das machen, was ich gerne mache. Ich kann mich konzentrieren auf Musik. Ich habe das Glück, ein super Team um mich herum zu haben, eine super Band zu haben. Und einfach, ja, ich kann einfach mein Leben leben, so wie ich das will. Es ist mehr Arbeit, das muss ich schon sagen. Es ist viel, viel Arbeit, ich muss viel machen. Aber ja, das ist halt das, was man auf sich nimmt, wenn man halt so einen Traum hat. Kommt mit der Freiheit auch mehr Druck auf dich zu, dass du irgendwie sagst, jetzt müsste das klappen, der Weg? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich das Leben finanziert mit Musik und alles, was drum und dran noch kommt, dann, dann hat man mehr Druck. Man ist einmal, ich hatte auch Situationen, vor allem mit Corona, habe ich auch Panikattacken schon also entwickelt. Und eben, das kommt ja immer aus Existenzangst bei mir. Und das war halt schon schwierig gewesen, aber ich habe ein gutes Umfeld und gute Leute, die mich aufbauen, die mir Mut zusprechen. Und darum bin ich eigentlich recht safe, was das anbelangt. Und bin echt mega happy um meinen ganzen Kreis, der um mich herum ist. Du sprichst gerade Panikattacken oder schwierige Zeiten und du thematisierst das ja auch sehr offen in deiner Musik. Mhm. Ist das eine schwierige Entscheidung gewesen, so persönliche Einblicke freizugeben? Ich glaube nicht mal, dass es eine mega Entscheidung so für mich war, dass ich das mache. Ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch, der teilt. Und ich weiss auch, was für einen Impact das haben kann. Weil ich höre auch anderen Künstlern zu. Und ich glaube, wenn du Storys hörst von anderen, was sie durchmachen, kann dir das in dem Sinne einfach mega helfen, zu wissen, dass du irgendwie nicht alleine bist. Vielleicht hat jemand einen guten Tipp. Und ich finde es immer gut, darüber zu reden, was einen beschäftigt. Ich glaube, so ist es, dass du gewisse Sachen loslassen kannst und besser verarbeiten irgendwie. Was du euch hast gesagt während deinem Konzert heute, du hast am Anfang fast nur Coversongs gemacht, bevor du eigene Lieder hast. Ah, mittlerweile hast du eigene Lieder, natürlich, ja. Aber du singst immer noch Coversongs. Ja. Warum machst du das? Hey, Coversongs ist für mich einfach Spass. Ich finde es schön, Songs zu nehmen von einem Künstler, der mir mega gefällt, wo ich mega Freude habe. Und die einfach so zu meinem machen. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben mega Freude, wenn sie noch Songs hören oder einen Song hören von früher, den man halt einfach kennt. Und ich habe das Gefühl, es ist auch mal ein bisschen so ein Icebreaker, dass die Leute wirklich so wissen, ah, okay, das kenne ich und da kann ich mich gehen lassen. Und dann, wenn sie einmal dann schon mal ein bisschen relaxed sind, dann ist dann alles nachher ein bisschen einfacher. Wenn du deine Musik selber anschaust, was hast du für einen Anspruch an dich und deine Musik? Was soll das auslesen oder was soll das transportieren? Meine Musik sollte authentisch sein, es sollte von Herzen kommen und es sollte einfach etwas. Entweder es sollte etwas bedeuten oder es sollte einfach absolut tanzbar sein, dass die Leute eine gute Zeit haben, dass die Leute sich gut dabei fühlen. Das ist für mich der Anspruch an meine Musik. Wenn du dich auch aber für andere Künstler interessierst, zum Teil Lieder von anderen Künstlern singst, gibt es irgendein Vorbild, das du musikalisch hast? Oder ein Idol? Ja, ich kann es. Also Alicia Keys ist ein mega Idol von mir. So wie sie schreibt und Klavier spielt, das ist einmalig. Und
es gibt immer wieder Artists, die mich sehr fest inspirieren. Aber so die meine All-Time-Favorite-Artists sind so halt Alicia Keys, Justin Timberlake, Usher. Das sind so die Musiker, die ich wirklich viel gehört habe und die mich sehr geprägt haben. Zum Schluss, wenn du ein bisschen probierst, in die Zukunft zu schauen, was ja immer schwierig ist, wo würdest du dich mit deiner Musik gerne sehen? Gibt es irgendetwas, das du nur würdest gerne ausprobieren, das dich reizt? Also, wenn ich in die Zukunft denke oder visualisiere, manifestiere, dann manifestiere ich mich glücklich. Das ist absolut das Wichtigste. Ich will auch glücklich sein, dem, was ich mache. Ich will gerne weiterkommen in der Musik. Ich will international Fuß fassen. Und ich manifestiere einfach Gesundheit, ein schönes Familienleben und viel, viel Musik, neue Songs, Fans, halt alles drum und dran. Wir hoffen sehr, dass das klappt. Merci vielmals. Danke. Dankeschön.